So, meine Damen, meine Herren, liebe Unentschlossene, hier sind wir wieder. Länger gedauert, hat länger gedauert. Tut mir leid. Ich habe gute Gründe gehabt, jetzt eine ziemlich lange Pause einzulegen. Ja, man hat mir meinen Account gehackt. Das tat man auf die alte Art und Weise. Man hackte zuerst mein Fenster, mein Küchenfenster hinten auf der Rückseite, ging in meine Wohnung rein und nahm gesamte Elektronik mit, unter anderem Monitor, Rechner, Computer, also den Tower, den Monitor, die Tastatur, das Soundsystem, das Headset. Stattdessen musste ich mich jetzt mit einfachem Headset begnügen, da war ich zu geizig. Es hat länger gedauert, bis ich die Kohle zusammen hatte, dann kam ein Krankenhausaufenthalt, dann hatte ich Urlaub und wollte so viel tun. Dann gab es einen kleinen Rückfall mit der Schulter. Ja, ist ja auch eine lange Geschichte. Sei es drum, ich war lange weg vom Fenster. Tut mir leid. Ich habe Abonnenten, viele Abonnenten inzwischen, und die wollen natürlich jetzt auch versorgt werden. Und zwar mit The Hunter. Gut, back to topic. Ich bin wieder da. Hat mehrere Vorteile, dass ich wieder da bin und dass es etwas länger gedauert hat. Weil, ihr werdet es gleich bemerken, die Technik hat sich deutlich verfangen. So, was hat sich verändert im Gegensatz zum letzten Mal? Leider sind, ich sag mal, mit diesem Account-Hacking auch gute Ausrüstung verschwunden. Also auf meiner Festplatte lagerten noch unendlich viele unentdeckte Schätze. Also auf gut Deutsch Filme, die noch nicht veröffentlicht waren, die schon geschnitten waren, die schon fertig waren, die ich nur noch hochladen wollte. Ich hatte insgesamt schon 5 Jagden vorbereitet. Inzwischen habe ich nur eine einzige online. Und die halt das Tutorial. Aber im Tutorial fehlt natürlich jetzt noch was. Und was das, möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Falsches Visier. So. So, ja, ich habe ein bisschen eingekauft. Ja, wenn du zu Hause sitzt und nichts machen kannst und ein Überbrückungsrechner hat's, der auch nichts kann, mit niedrigster Auflösung. So, das hat sich geändert. Es gibt jetzt, und das ist diese Woche neu dazugekommen, ein Fernglas, Waldgrün, diesmal da oben hin, dass ihr es lesen könnt, 7x42 mit Entfernungsmesser. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt beide diese Geräte in einem. Also falls ihr dann immer mal Oma umzwitschen wolltet, nervig. Der hat eine 6-fache Vergrößerung, 5-fach und eine ziemlich kleine Sichtfenster. Der hat zwar eine 8-fache Vergrößerung, aber auch nur eine 42er. Aber eben, dieses Gerät kann quasi beides, ist von der Auflösung her etwas schlechter, aber nicht viel. Ja, ist nur eine 7er. Macht nichts, in meinen Waffen habe ich eigentlich immer eine 8er, wenn nicht sogar eine 9er Auflösung. Von daher keine großartige Sache, zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Dann ist jetzt neu dazugekommen ein Großwildkaliber. Und wenn ich Großwild sage, meine ich Großwild. Wir haben einen absolut neuen König. Ich weiß nicht, den hatte ich noch nicht vorgestellt. Der neue König, ich zeige ihn euch mal, ist der hier. Wieder eine Anschütz. Diese allerdings im Kaliber 9,3x62. Das ist eine recht langsame Patrone. Sie fällt sehr schnell ab. Also schon bei 150 Metern müsst ihr deutlich höher zielen, also eine Handbreit höher schießen, weil die Patrone ist unglaublich schwer und dafür recht kurz. Auf alles, was drunter ist, hämmert ihr durch alles durch. Also Bär sagt nur, aua, was war das? Und liegt dann auch schon. Also das puncht euch alles weg. So, die kennt ihr schon, das ist die Winchester 3006 Springfield. Das kennt ihr noch nicht. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Falls ihr Schwierigkeiten habt mit dem Ziel. Viele haben Schwierigkeiten mit dem Ziel. Atze, wo soll ich nur hinschießen? Ich treffe nicht richtig. A, nimmt ein großes Kaliber. Also ein ausreichendes Kaliber, eine ausreichend starke Patrone für die Tiere. Und zweitens, hier in, das ist die Darkwood Lodge, gibt es diesen 3D-Pump. Diese 3D. Ist eigentlich nur für Bogenschützen und Armbrustschützen gedacht. Ja, weil nur die haben natürlich normalerweise diese Entfernung. Ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, hier kann man, es wird euch niemand bestrafen. Also jetzt kommt keine Hunter-Polizei und knastet euch weg, weil ihr hier mit Gewehren schießt. Ihr könnt hier das Zielen und die Zielpunkte genauso üben.
Shooter. Schnappen wir uns mal. Nein, schnappen wir uns erst einmal den Bären da. Und dass ich mal demonstrieren kann, was für ein Bums das ist. Bei Bären dahin. Linke Lunge, rechte Lunge auf die Entfernung. Die haben ja auch den Durchschlag. Die haben ja auch den Durchschlag gewertet. Das heißt, wenn ich dasselbe mit dem Bogen gemacht hätte, wäre da gar nichts passiert. Jetzt schieße ich ein bisschen weiter vor. Und das war das Herz. Ja? Beide Schüsse bei einem Bären absolut tödlich. Versucht hier bitte nicht. Ich versuch's trotzdem. Okay, das ist der Trägerschuss, also der Genickschuss. Ja? Der sitzt beim Bären nämlich ziemlich tief. Ich hoffe, ich treffe ihn. Mist, der war zu hoch. Sie lädt und repetiert unglaublich schnell. Okay, das war die Wirbel. Da muss man also sehr hoch schießen. Aber das wäre auch ein tödlicher Schuss. Bei Bären. Bitte vermeiden. Schädel. Der ist nicht tödlich. Der ist nicht tödlich bei einem Bären. Dieser Schädelschuss ist bei einem Bären nicht tödlich. Wieder nur Schädel. Ich versuche tatsächlich jetzt mal das Gehirn zu treffen. Okay, lassen wir das. Nicht auf das Gehirn schießen. Nicht auf das. Beim Bären bitte auch nicht zu hoch schießen. Schulterblatt. Mit einer schwachen Waffe nimmt euch das die ganze Kraft. Also Bogen kommt da gar nicht durch. Ja? Und nicht auf das... Oh, das waren doch die Eingeweide. Hinten hat er nämlich noch den Beckenknochen. Auch Eingeweide. Na gut, geht einfach durch. Hinten hat er nämlich noch den Beckenknochen. So, nehmen wir uns das mal andere Kaliber vor. Und den Elchen hier vorne. Tödlich ist der Herzschuss. Ich versuche das mal reihum. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil der Schwenk vorne steht. Das heißt, wir müssen da mittiger schießen. Hoffentlich nicht. Herz. Hier auch etwas da so. Hier ist das recht einfach. Guckt nämlich so ein bisschen vor. Ja. Da seht ihr, was für ein Wumms das Ding hat auf so ein kleines Tier. Der hat sogar gleich das Tier doppelt getötet. Träger. Gehen wir auf die Träger. So sind sie ja. Bei großen Tieren ungefähr mittig. Ja, das war schon das Schulterblatt. Auch der hat ein Schulterblatt. Und zwar ein starkes. Da reinschießen macht nicht viel Sinn. Ihr werdet sofort abgeblockt. Tiefer auf der Deutsch. Halswirbel sofort. Den Rückenwirbel kann man bei den Elchen recht gut erkennen. Wirbelsäule Mitte. Auch sofort tot. Und eben hier vorne hin. Herzschuss. Mit Elchen und beide Lungen. Ich versuch's. Nee. Ich komme nicht in die rechte Lunge. Doch, jetzt. Ist schwer, weil die sehr stark sind. Dann gibt es natürlich noch einen allerletzten Schuss. Also wie gesagt, beide Lungen habe ich gezeigt. Herz habe ich gezeigt. Träger habe ich gezeigt. Gehirn. Bei Elchen recht einfach. Bei Bären schwer. Extrem schwer. Bei Rehwild macht das überhaupt keinen Sinn. Erstmal würdet ihr im realen Leben eure Trophäe zerstören. Im zweiten Fall ist es so, da müsst, weil der Kopf ist davor. Ihr seht hier die Schädeldecke. Wenn ihr da so reinschießt, dann schießt ihr quasi nur die Schädeldecke weg, aber nicht ins Gehirn. Da müsst ihr tiefer ansetzen. Ja, ist so. Der Hals geht weiter unten lang. Wenn ihr da, wenn ihr da den Träger haben wollt, versucht das mal hier. Das war der Hals, genau. Ne? Auch sofort tödlich. Das ist bei Rehwilden noch nicht ganz so wichtig, weil wenn ich den hier jetzt so Texas-mäßig, treffe ich das Herz. Den Magen, die Leber und das Herz. Also im Spiel nicht relevant. In der Realität würde ich das nicht machen. Weil zum einen zerstört ihr eine ganze Menge Fleisch. Da sind die Eingeweide, da ist die Leber, eine Galle hat das Tier auch. Wenn ihr damit den Magen zerstört, tritt die Magensäure aus, das Fleisch könnt ihr wegschmeißen. Ja? Also,
macht man normalerweise nicht. Die Herzen der Tiere sitzen eigentlich alle recht weit vorne. Und zwar da. Könnte ja eigentlich für alle Tiere gelten. Für fast alle. Es gibt kleine Unterschiede. Erstaunlicherweise sitzt es beim Elchen ziemlich weit vorne. So, wo haben wir denn einen? Da. Kommt ein Tier auf mich zu? Hä? Whatever. Ja, die Musik hatte mich irritiert. Entschuldigung. So. Kommt ein Tier auf mich zu? Bei Elchen sitzt das Herz auch recht tief. Genau da. Seht ihr? Schieße ich ein bisschen höher. Geht er am Herzen vorbei. Die Lungen sitzen da. Oh. Da. Hallo? Kann ich auch mal einatmen? Und ich schieße, wo ich will. Schulterblatt. Gut. Okay. Auf kommende Ziele, vor allem, ihr wisst es ja, wenn so ein Reh auf die euch zukommt, Kopf links, Kopf rechts, Kopf links, Kopf rechts, Kopf links, und dann schießt ihr Kopf rechts, bang, daneben, oh, verdammt, weil dann habt ihr nämlich drüber geschossen. Ins Gehirn. Ja, ist tödlich, toll, aber sehr schwer, nur sehr schwer, ja? Ja, das wollte ich euch zeigen. Der Durchschlag dieser Waffe, den zeige ich euch später. Da müsst ihr hinschießen, das sind die Punkte. Die sind überall ähnlich aufgebaut. Jedes Reh ist gleich aufgebaut, alle Reharten sind gleich aufgebaut. Wapitis sind anders, Elche sind anders und Bären sind ein wenig anders. Auch Bären, übrigens die neuen Braunbären, ist jetzt ein neues Reservat dazu gekommen, sind genauso aufgebaut wie die Schwarzbären. Sind eben nur größer und ihr braucht eine bessere Waffe. Na? Gut. Dann kommen wir hierzu. Das ist dieses Fernglas. Hat immer ein Entfernungsmesser. Wie gesagt, ist eine tolle Sache, weil mit dem neuen Großwildkaliber von der Anschütz haben wir nämlich einen Nachteil. Wir haben dieses Abfallen bei 150 Metern etwa. Dieses Abfallen ist ein Problem. Deswegen Acht geben, bitte, wenn ihr Entfernung von über 150 Meter da lest. Tiefer gehen und etwas zu machen. Ja? So. Hab ich. Was wollte ich noch vorstellen? Ach ja. Jagdequipment. Optimal, und das mache ich so, ist in meinen Augen optimal, ist diese Zusammenstellung für alle Reviere halt die Doppelflinte. Ach ja, neu dazugekommen ist auch die Doppelflinte graviert mit Silberbeschlag und allem, was dazugehört. Sieht schick aus, ist aber immer noch eine Doppelflinte und als doppelläufige Schrotflinte, Moment, Entschuldigung, und als doppelläufige Schrotflinte, egal welche ihr schießt, ihr skillt immer beide. Automatisch. Es gilt hier immer beide. Gar kein Thema. Ja? Ganz, ganz wichtig. Sieht schicker aus. Verwendet dieselbe Munition, zugelassen auf alle Tiere. Also das, was ich im ersten Tutorial wieder gesagt habe, gilt auch für die verzierte mit den Gravuren in Silber. So. Hat den Vorteil, wenn wir diese drei Anschützwaffen nehmen, setzt natürlich voraus, dass ihr zwei Boxen kauft. Ne? Ich könnte jetzt, und das mache ich hin und wieder auch mal, weil in jeder Box ist natürlich auch ein Visier drin. Das zweite Visier nicht. Dann habe ich nämlich, und kann umwechseln, ein leichtes Kaliber für Rehwild und ein schweres Kaliber für Bären und Elche. Zum Beispiel. Oder Wapitis. Dieses Kaliber bevorzuge ich in Revieren, wo es Elche und Wapitis gibt. Also ich habe immer eine schwere dabei. Die schwere, ne? Habe ich immer dabei inzwischen, weil man, naja, oder ich muss halt die 300er nehmen. Nimmst du die 300er und eine Anschütz, die Alternative dazu, weil so kommst du nämlich mit einem Visier aus für diese drei Waffen, für die, mit denen du alles jagen kannst,
bis auf natürlich 5. Okay, klar. Ne? Kannst du alles jagen, du musst nur unter Umständen dann hier das Visier umpacken. Ne? Du hast drei Waffen, drei Büchsen dabei, ein Sichtglas, ein Fernglas, ne? Also ein Zielfernrohr und hast eine Menge Platz für Ausrüstung. Ne? Vor allem, da wir jetzt ja ein Slot sparen und das ewige Umwechseln, ist eine schöne Sache. So, packen wir das Visier auch noch damit zu. So. Die Munition. Wir können Unmengen von Munition treffen. Auf diese Art und Weise. Na? In der Regel brauche ich nicht das. Also, dies ist meine bevorzugte Waffe, weil ich hauptsächlich auf große Tiere schieße. Schieße ich nicht auf große Tiere, habe ich mit meiner Skillung, so wie ich jetzt geskillt bin, die Wahl, ob ich dieses Infanterie-Spitz nehme. Na? Oder das 7,62 nehme. Das 7,62 ist bei mir, hat bei mir den Vorteil, dass es einen deutlich höheren Skill hat und für schwierige Schüsse deutlich besser geeignet ist, hat weniger Durchschlag. Das Geschoss sinkt aber, fällt also deutlich weniger ab als das Infanterie-Spitz. Das fällt schon ab. Und hier die 8,3 fällt natürlich fast gleich ab. Ja. So. Deswegen, ich kann jetzt sogar noch Birdshot mitnehmen, wenn ich es möchte. Also Vogelschrot für Vögel. Wenn ich es theoretisch möchte, kann ich auch noch Rehposten mitnehmen. Und habe hier 4 Slots nur für Crawler. Ne? Damit kann ich also alle Crawler mitnehmen, die ich brauche. Wenn ich jetzt auf Rehposten verzichte und vielleicht auch keinen Birdshot brauche, dann, keine Ahnung, machen wir gleich mal, wo gehen wir hin? Gehen wir in das deutsche Revier, ja, in das deutsche Revier. Gut, da brauchen wir die Rehwildlockpfeifer. Wir werden da diese Waffe nicht brauchen. Die können wir verzichten und haben eine Menge Platz gespart. Dann können wir noch hier Wildschweinlockpfeifen mitnehmen. Und jetzt können wir noch mitnehmen, dann, keine Ahnung, noch Spray oder so. Aber wir könnten auch noch jetzt Ausrüstung mitnehmen. Ansitz oder... Ich habe doch ein Zelt im Schrank. Cool, wieso habe ich ein Zelt im Schrank? Das ist ja geil. Ja. Das müsste ich mal irgendwann aufstellen. Oder den Baumsitz mitnehmen. Wir haben jetzt noch eine ganze Menge Platz. Das ist eine unglaublich variable Ausstattung. Ne? Wenn wir jetzt nach Ritterfelden gehen wollen, ich glaube, ich auch gleich tue, so im Anschluss. Momentan bin ich noch ein bisschen gehandicapt, vielleicht hört ihr es. Nehmen wir dann auch mal was wollte ich noch nennen? Ja, Birdshot, genau. Nur zur Sicherheit, ne? Falls da mal Vogel rumfliegt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir können sogar jetzt noch, uns noch den Luxus erlauben. Und umpacken und, keine Ahnung, den Vorderlader mit. Ja, den Vorderlader. Oder, was ich ja brauche nicht. Ich habe die Schrotflinte zur Nahsicherung. Ich könnte einen Revolver mitnehmen. Oder den, wie gesagt, einen Baumstamm. Das ist eine ganz feine Sache. Ihr spart euch das. Weil die Alternative dazu bei selber Munition. Und selben Ansatz ist dann natürlich das ganz klar. Ja, und im Prinzip die 300er. So, und wenn ihr sagt, die 300er ist mir aber zu schwer für normales Reh, habt ihr nicht ganz unrecht. Die Gastwaffe könnt ihr jetzt mitnehmen. Aber die ist der 308er dort unterlegen. Und die 207 könnt ihr mitnehmen. Die ist auch unterlegen. Aber in diesem Fall, also ihr habt drei unterlegene Waffen. Ihr habt drei unterlegene Waffen mit den zwei Boxen. Und da habt ihr ein ganzes Jahr Mitgliedschaft gebucht. Ihr habt eine ganze Menge Waffengeschenke. Ihr habt eine ganze Menge Ausrüstungsgeschenke. Ihr habt ein ganzes Jahr Mitgliedschaft. Braucht ihr Munition überhaupt keine Gedanken machen und müsste dann vielleicht mal, ich weiß nicht, müsste man ausrechnen, 5 oder 10 Euro investieren, dann könnt ihr auch die große Großwildbüchse euch holen, ne? Und ab geht der Peter. Deswegen präferiere ich aktuell die Anschluss. So, ja, das war Teil 2, der Nachtrag, was bisher geschah.
für unsere Ausbildung. Wie gesagt, ist recht neu. Viele kennen es noch nicht. Leider können sich das Ganze hier nur keine Gäste anschauen, weil das ist in einem Member-Only-Bereich. Ja, da müsstet ihr euch gegebenenfalls dann eine Mitgliedschaft holen. Auch hier ist das eine Schießbahn. Solange ich mich auf der Schießbahn befinde, habe ich keine Munitionskosten. No? Also ich habe jeder Schuss, den ich hier abgebe, der wird mir nicht als Fehlschuss gezählt. Also wenn ich hier schieße, zählt das nicht als Fehlschuss. Ich habe auch kein Skill Gain dadurch. Also ich als Spieler habe kein Skill Gain dadurch. Aber ganz wichtig, so ich jetzt als Spieler, ja, kann natürlich auf diese Art und Weise verschiedene Herangehensweisen üben. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe hier auch erstmal Bogen trainiert heute Nachmittag. Ja, wir wollen ja auch vielleicht mal Bogenjagd zeigen. Halte ich natürlich für völlig Blödsinn, weiß ich. Habe ich schon mehrfach gesagt. Ne? Hier, jetzt verlasse ich ihn. Wenn ich jetzt schieße, 4 Schuss. Ja? Und das zählt mir dann auch von der Munition runter. Das dazu. Dann, wir sehen uns auf der Jagd. Korridor!